Weiter geht es hier bei Pearl TV rund um das Thema Digitalisieren. Ja, und Digitalisieren ist ja ein breit gefächerter Begriff, den man in vielen Gebieten einfach anwenden kann. Aber ein Bereich ist ein ganz, ganz toller und ganz faszinierender, und das ist Musik. Das ist eine schöne Schallplattensammlung, von früher haben sie auch noch, oder? Oh, die tollen Sommerhits, die man da hatte. Und es ist ja einfach so, dass jeder Song, jede Schallplatte mit irgendwelchen Erinnerungen in Verbindung gebracht wird. Ein Urlaub zum Beispiel in Kroatien am Meer oder der erste Tanz mit der Liebsten. Ach, es war eine Zeit. Tja, schade, wenn man natürlich viel Geld ausgegeben hat und die Schallplatten jetzt nutzlos zu Hause liegen. Andreas hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage, denn wir haben einen fantastischen Plattenspieler, der Ihnen jetzt ermöglicht, diese musikalischen Schätzchen und Erinnerungen festzuhalten. Ganz genau, festzuhalten und natürlich auch wieder anzuhören. Das ist natürlich der allererste Sinn unseres 5-in-1 Plattenspielers und Digitalisierers. Das heißt also für Sie, wenn Sie alte Datenträger haben, Schallplatten, Musikkassetten, CDs sind noch nicht so alt, ich weiß, aber trotzdem, wenn Sie diese alten Datenträger haben, wo Ihre Lieblingsmusik drauf ist, dann haben Sie zum einen mal ein neues Gerät, mit dem Sie alles wunderbar anhören können. Funktioniert tadellos, Sie bekommen nach Hause, die Anlage sieht extrem schick aus, ist auch in der Verarbeitung noch mal eine Stufe höher als zum Beispiel ein Vergleichsgerät, was wir auch immer mal wieder zeigen. Also da wurde noch mal ordentlich nachgelegt, auch was die ganze Optik angeht und was die einzelnen Komponenten, die hier verarbeitet wurden, betrifft. So, Sie bekommen dann natürlich nicht nur das Hauptgerät, sondern eben auch beide Boxen, die Sie dann bei sich zu Hause neben Ihrer Anlage oder wo auch immer, wo Sie Platz haben, wo Sie sagen, Mensch, da macht sich's gut. Sie können die natürlich auch verstecken, kein Thema. Wichtig ist ja, dass Sie die Musik hören. Also Boxen kommen mit nach Hause und natürlich auch eine Fernbedienung. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, digitalisieren, ja, das ist doch so eine Sache, wo man doch auch so ein bisschen aus alt macht neu. So hört sich das doch an. Na. Und da könnte man doch tatsächlich auch eine Software für gebrauchen. Wenn man beispielsweise am Notebook oder Laptop arbeitet und genau diese Software liefern wir Ihnen eben mit. Sie sehen es hier schon, wir haben ihn aufgestellt, den Audio-Restaurator in der Version 10. Das heißt, Sie können hier all Ihre Musik, die Sie beispielsweise digitalisiert haben, dann noch mal ein bisschen aufpimpen, das Rauschen rausnehmen, die Tonhöhen verändern, einfach gucken, dass sich das noch mal rund anhört. Aber das müssen Sie nicht. Wir liefern Ihnen das mit nach Hause, können Sie machen, aber grundsätzlich für das Digitalisieren benötigen Sie diese Software nicht. Was machen wir jetzt mal? Wenn ich Ihnen das noch mal kurz hier zeigen darf, was ich in der Hand halte. Wir machen aus einer Schallplatte, aus einer Schallplatte, aus einer CD, aus einer Musikkassette, dieses handliche Format hier, das Sie kennen, einen USB-Stick. Dieser USB-Stick, der ist unfassbar flexibel, weil es ganz, ganz viele Endgeräte gibt, die Musik abspielen können, und Sie können dann eben Ihre Musik, die vorher eben auf diesen Datenträger war, hier per USB abspielen. Und jetzt haben wir noch ein Highlight für Sie. Das ist hypermodern. Wenn Sie zum Beispiel ein Smartphone nutzen und dort Ihre Playlist hinterlegt haben, dann können Sie natürlich auch die Playlist Ihrer Smartphone digitalisieren. Hier auf diesen USB-Stick. Das macht ganz, ganz vieles extrem einfacher. Weil wenn zum Beispiel Freunde kommen, wenn Sie einen Bekannten haben, der mit dem Sie zusammen im Auto sitzen, wo auf Ihrem Smartphone die Playlist abläuft, dann haben Sie natürlich den Vorteil, wenn der sagt, Mensch, das gefällt mir, was hast du denn da? Dann digitalisieren Sie das doch einfach. Nehmen Sie das ganz einfach hier mit Ihrem Digitalisierer, mit Ihrem Plattenspieler auf und geben dann den USB-Stick weiter. Das ist doch eine grandiose Sache. So, jetzt kommen wir dann wirklich dann auch mal zum Gerät. Sie sehen ihn hier schon schön aufgestellt. Wir haben hier wirklich eine ganz tolle Qualität. Ich habe mich da schon davon überzeugt. Ich habe den wirklich im Detail angeguckt. Und wenn wir hier mal den Deckel öffnen, wow, den transparenten Deckel, ne, dann hat man auch schon dieses Gefühl wieder des alten Plattenspielers. Und jetzt zugegeben, wer von Ihnen zu Hause hat denn noch einen funktionsfähigen Plattenspieler da stehen? Die wenigsten. Aber schauen Sie mal, wir haben hier was ganz Besonderes. Der Plattenteller ist federnd gelagert. Also das ist schon eine tolle Technik. Ne? Dann haben wir hier
einen Tonarm. Schauen Sie mal die Form. Der Tonabnehmer ist wirklich eine High-End-Nadel, die extrem sensibel ist und die Audiodateien, den Audiocode, der hier auf der Platte hinterlegt ist, extrem toll ablesen kann. Wir haben hier hinten ein Gewicht, mit dem wir das Auflagegewicht des Tonarms auf der Schallplatte einstellen können, damit Sie wirklich Musik von Schallplatte in bester Qualität genießen. Und schauen Sie mal, wenn wir den jetzt hier so rübernehmen, im Grunde das Gerät in Betrieb nehmen, dann sehen Sie schon, wie das alles hier leicht blau leuchtet. Wir haben auf der Seite hier drüben eine LED, die den Plattenteller anstrahlt und dann diese gerändelte Scheibe hier. Schauen Sie mal, wie toll das aussieht. Stellen Sie sich das mal bei etwas dunklerem Licht vor. Sieht richtig klasse aus und vor allem ist eben auch hinter der Kuppel zu sehen, der Transparenten. Dann, ich mache hier mal wieder aus, dann haben wir natürlich hier auch die Einstellungen, die wichtig sind, zum Beispiel die Drehzahl für den Plattenteller, also die Rounds per Minute, und hier haben wir die Pitch-Einstellung, wo ich eben die Platte nochmal fein justieren kann, was die Höheneinstellung angeht. Also hier eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich würde sagen, ich habe jetzt lang genug geredet, wir machen uns jetzt erst an die erste Geschichte der Musik, ne, Vivian, und hören uns doch einfach mal an, wie sich so eine Platte auf einem modernen, neuen Plattenspieler anhört. Das ist mit Sicherheit ein Erlebnis und ein Erlebnis ist auch, liebe Zuschauer, wie sich unser Tonabnehmer hier absenkt. Schauen Sie sich das mal an. Jetzt ist er auf seiner Einführungsrunde. David, Words. Sie kennen diesen Hit, liebe Zuschauer. One Hit Wonder. Mehr wurde es leider damals nicht. Aber wir haben ja eine ganz tolle Funktion. Wir haben ja gesagt, man kann den Titel Vivian dieser Platte hier auf diesen USB-Stick bannen. Das heißt, man kann den dann überall mit hinnehmen. Und das geht mit jeder Musik, die Sie zu Hause haben. Und genau das machen wir jetzt auch. Schauen Sie mal. Ich nehme meinen USB-Stick und hier steckt den hier einfach in die davor vorgesehene Schnittstelle ein. Gleich hier vorne an der Front. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich mache hier nochmal ein bisschen lauter, damit wir hören, was passiert. Dann gehe ich hier auf Rack, auf die Aufnahmetaste. Drücken wir einmal drauf. Jetzt sucht unser Gerät hier den Speicher. Und er hat hier den USB-Speicher identifiziert. Und Sie sehen, was passiert, wenn er erkannt hat, das ist ein Gerät, wo ich aufnehmen kann, dann schaltet sich der automatisch hier in den Aufnahmemodus. Das ist also eine ganz, ganz einfache Sache, ohne dass man viel Vorkenntnis hat, Vivian. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, es ist so intuitiv. Sie sehen es und Sie hören es. Deshalb jetzt bitte zugreifen und das zu einem Spitzenpreis. 218,41 €. Ist Ihr TV-Sonderpreis, übrigens auch versandkostenfrei, dann gleich die Lieferung. Das ist nochmal wichtig zu betonen. Und das ist vielleicht auch etwas, das Sie sich jetzt selbst einfach mal als Vorab-Ostergeschenk gönnen. Denn wenn man überlegt hat, wie viel Wert man eigentlich in diesen Schallplatten noch irgendwo auf dem Speicher oder auch in der Garage liegen hat, ist es wirklich schade. Dann haben wir hier eine fantastische Klangqualität gehört und vor allem, Andreas hat es gezeigt, die Möglichkeit, binnen weniger Sekunden in Verbindung mit einem USB-Stick jetzt die Lieblingsschallplatte auch gleich zu digitalisieren. Und dann könnte ich dir theoretisch auch mit in den Urlaub ins Auto nehmen, zum Beispiel Andreas, und dann dort ganz einfach abhören und habe so mein Lieblingshit jetzt immer digital mit dabei. Immer dabei. So einfach funktioniert das heute. Liebe Zuschauer, ist der Wahnsinn. Das funktioniert mit allem, mit CD, mit Kassette, mit Hörspielen, mit jeder Art von Musik. Also da gibt es keine Einschränkung. Sie können das alles nutzen. Und damit Sie auch sehen, dass das, was wir hier jetzt gemacht haben, auch wirklich funktioniert hat, zeigen wir Ihnen das auch mal. Schauen Sie, ich schalte jetzt hier die Schallplatte ab. So. Die läuft nicht mehr. Jetzt gehe ich hier unten auf USB, sage, ich möchte bitte gerne den USB
USB-Stick anhören. Ich beende vorher die Aufnahme. So, jetzt CD, jetzt USB. Jetzt registriert er wieder. Okay, USB-Stick ist vorhanden. Ich lese die Datei und jetzt hören Sie gleich mal. Mega klasse. Und wie schnell das ging per Knopfdruck, liebe Zuschauer, das können Sie auch. Deshalb greifen Sie zu unter der Bestellnummer ZX1809 und der 569. Aber das ist natürlich auch ein Schätzchen fürs Wohnzimmer, was einen Ehrenplatz verdient und was auch Eindruck schindet. Was auch Eindruck schindet, also wirklich, das ist absolut der Knaller. Sie haben es gerade miterlebt, liebe Zuschauer, wie schnell wir hier von Schallplatte auf USB digitalisieren. Gucken Sie sich das Gerät an. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt gar nicht geplant haben, sich sowas anzuschaffen, gehen Sie noch mal in sich, überlegen Sie mal, was für eine Freiheit, was für tolle Erlebnisse Sie in Zukunft haben werden, wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie im Urlaub sind. Nehmen Sie Ihre Lieblingsmusik einfach mit auf dem USB-Stick. Wenn Sie im Auto unterwegs sind, wenn Sie bei Freunden sind, beim Grillfest, bringen Sie da einfach den USB-Stick mit der Musik mit. Nehmen Sie einfach das, was Sie auf Ihrem Smartphone an Musik gespeichert haben, auch ganz einfach per USB auf und kriegen das so auf jedes andere Musikabspielgerät. Das ist ja normalerweise, Vivian, Musik vom Smartphone irgendwo anders abzuspielen. Das geht ja normalerweise gar nicht, außer man hat Bluetooth. Und hier geht es jetzt, dank dieser einfachen Digitalisierung. Und das Gleiche, liebe Zuschauer, geht natürlich auch mit CD. Sobald Ihr Video hier fertig ist, können wir uns auch die CD-Funktion mal näher angucken. Und Sie werden, ich verspreche es Ihnen, tatsächlich extrem viel Spaß daran haben. Denn sobald Sie diese Anschaffung hier getätigt haben, müssen Sie im Grunde gar kein Geld mehr ausgeben für Musik. Die Musik, die Sie schon haben, die verwenden Sie weiter, nehmen vor allem Ihre alten Platten, Ihre alten CDs wieder zur Hand und gehen dann ganz einfach her und sagen, Mensch, ich digitalisiere mir das und dann nehme ich das überall hin mit und schauen Sie toll. Mal. CD, Vivian, die nächste Funktion. Wir haben hier unsere CD, hier haben wir natürlich... Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Das nicht unbedingt, wollen wir nicht machen. Backstreet Boys. Wir haben was ganz Tolles natürlich. Aha. Du wirst den Hit kennen. Pass mal auf. Wir haben natürlich was. So, wir gehen hier gleich mal auf 2. Oh. She's like the wind. Da hast du jetzt aber auch eine CD rausgeholt. She's like the wind. Through my tree. Es ist eine wahre Freude, wirklich, liebe Zuschauer. Der Klang dieser Anlage ist wirklich sensationell. Wenn Sie sich die nach Hause holen, Sie werden so viel Spaß haben an Musik. Das ist absolut sicher. Das verspreche ich Ihnen. Und wenn Sie sagen, Sie stellen die zu Hause auf und das funktioniert nicht, Sie sagen, Sie haben ein Problem, komme ich persönlich zu Ihnen nach Hause und helfe Was? Ihnen beim Digitalisieren. Ich werde Ihnen das erklären. Das verspreche ich Ihnen. Es ist wirklich ein Gerät, muss man ganz klar sagen. Das erfüllt die höchsten musikalischen Ansprüche. Und liebe Zuschauer, wir machen das jetzt nochmal. Wir werden jetzt von CD digitalisieren. So, liebe Zuschauer, das ist übrigens die Meldeadresse redaktion@pearl.tv, wenn Sie mal Besuch von dem werten Herren haben möchten. Also, liebe Zuschauer, er kommt dann, wie gesagt, zu Ihnen und ist Ihnen behilflich. Wir schauen uns noch kurz die Bestellnummer und den Preis an, 218,41 €. Denn, liebe Zuschauer, Prämisse ist ja, dass Sie natürlich hier unseren 5-in-1 Plattenspieler zu Hause haben. Erst wenn Sie den haben und dann Probleme feststellen, dann an redaktion@pearl.tv schreiben, dann einen Termin bitte vereinbaren. Und dann kommt der Herr Rogotzki auch schon zu Ihnen, liebe Zuschauer. Die Bestellnummer ZX1809 und die 569. Ganz, ganz schön, liebe Zuschauer. Ach toll. Ja, also wie gesagt, das ist wirklich eine fantastische Möglichkeit zu digitalisieren. Aber wir brauchen natürlich auch ein Digitalisierungsmedium. Und das haben wir hier aus dem Hause Intenso, ein Rainbow Line USB-Stick.
Rainbow, liebe Zuschauer. Ja. Rainbow. Hier natürlich, wir haben das Ganze auf die ganze Zeit auf USB-Stick digitalisiert, liebe Zuschauer. Eben jetzt auch gerade aktuell die letzte CD noch. Und es ist so, das ist natürlich das Praktische, was man, wenn man heute Musik transportieren will, ne, von A nach B, von Endgerät zu Endgerät, dann nimmt man einen USB-Stick. Wir hätten auch die Möglichkeit, das hier mit Speicherkarte zu machen. Aber wir haben hier für Sie einen USB-Stick rausgesucht, 32 GB. Tolle, tolle Lesegeschwindigkeit auch hier. Sie bekommen hier extrem viel Musik drauf. Und der Preis für diesen 32 GB USB-Stick ist natürlich auch wieder extrem sportlich. Wir haben uns hier wieder auch richtig weit aus dem Fenster gelehnt, dass Sie möglichst wenig Kosten haben. 7,51 Euro ist natürlich auch ein Hammerpreis, liebe Zuschauer, für 32 GB. Und dann blinkt er auch so schön in diesen Regenbogenfarben. Das ist wirklich ein Traum. Ja. Also 7,51 Euro gleich zack. Mit in den Warenkorb gelegt, liebe Zuschauer. Und dann kann es auch schon losgehen. Von denen kann man ja sowieso nie genug haben. Also deshalb, die müssen definitiv mit in den Warenkorb gelegt werden. Unabhängig von ihrem Plattenspieler kann man da auch gerne, liebe Zuschauer, zugreifen und bestellen. Aber nicht nur der USB-Stick ist wirklich stark nachgefragt, sondern auch der Plattenspieler. Wir warten bitte noch eine Sekunde und dürfen Ihnen an dieser Stelle schon versprechen, dass wir Ihnen natürlich auch den Plattenspieler noch mal kurz einblenden. Denn unsere Zuschauer rufen gerade an und sagen, Andreas, sie wollen dich sehen. Ja, ja, Moment mal. Das Angebot ist natürlich so, wenn der Plattenspieler zu Ihnen nach Hause kommt und Sie sagen, ich verstehe das gar nicht, dann können wir darüber reden. Aber ich werde Ihnen versprechen, Sie werden ihn verstehen, weil der ist herrlich einfach zu bedienen. Das geht alles kinderleicht auf Knopfdruck. Und Sie müssten noch normalerweise nicht mal die Bedienungsanleitung lesen. Das ist alles herrlich intuitiv. Und wir haben ja jetzt tatsächlich nur einen Bruchteil der Funktionen gesprochen, die wir überhaupt haben. Wir haben ja tatsächlich auch die Möglichkeit, hier eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone herzustellen. Wir haben auch die Möglichkeit, hier FM-Radio zu empfangen. Wir können sogar Kassetten abspielen, die digitalisieren. Also das hier ist wirklich ein Gerät, mit dem Sie für die nächsten Jahre, was Musik angeht, ganz, ganz klasse gerüstet sind und tatsächlich eben auch ganz viel Spaß haben, was Musik angeht. Und nutzen Sie natürlich dann auch die Möglichkeit, mit unserem Speicherstick hier zu arbeiten, um dann Ihre Musik einfach überall hin mitzunehmen. Ist eine ganz tolle Sache. Ja, liebe Zuschauer, ich nenne Ihnen nochmal schnell den Preis. 7,51 € für den Intenso USB-Stick, ja der Wahnsinn. Und dann unter der Bestellnummer PX9804 und der 569 zugreifen, unabhängig vom Plattenspieler, darf da jetzt natürlich auch jeder bestellen. Aber der Plattenspieler, liebe Zuschauer, ist natürlich das Highlight dieser Sendung und vor allem auch Ihr Besuch, beziehungsweise der Besuch von unserem Kollegen dann, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt zugreifen, 218,41 Euro, denn da lehnt sich der Herr Rogotzki weit aus dem Fenster und sagt, wenn Sie Probleme haben sollten, dann bin ich für Sie da. Dann komme ich zu Ihnen. She's like the wind. Bestellnummer ZX1809 und die 569. Greifen Sie zu. Das ist das, was wir digitalisiert haben, liebe Zuschauer. Hören Sie? Das ist nicht CD. Das ist USB-Stick. Haben wir gerade digitalisiert. Und ist wirklich, Sie sehen es, es ist einfach wirklich sensationell, wie einfach das ist. Und es macht vor allem Riesenspaß, die alte Musik zu hören und die alte Musik dann tatsächlich auf USB-Stick oder eben auch Speicherkarte überall mit hinzunehmen. Das ist ja nicht nur damit getan, dass wir das hier anhören können, sondern wir können nebenher aufnehmen. Und das tatsächlich in diesem tollen Qualität, das ist eine ganz klasse Sache. Highlight ist natürlich, das muss man ganz klar sagen, Digitalisierung und vor allem das Abspielen ihrer alten Medien, Kassetten und Platten und CDs. Und Vivian, du nennst unseren Zuschauern jetzt nochmal Preis und Bestellnummer. Das würde mich freuen. ZX1809 und die 569, das war die Bestellnummer. 218,41 Euro, Ihr TV-Sonderpreis. Versandkostenfrei, versteht sich von selbst. Liebe Zuschauer, gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an und sichern Sie sich Ihre Musikgeschichte digital gespeichert auf Ihrem neuen USB-Stick. To go für die Autofahrten, für die Urlaube und Co. Denn da haben Sie mal eine Menge Geld bezahlt. Also gleich zugreifen.